Was geht, Freunde? Willkommen zum neuen Spiel. Wir spielen heute zu Hause gegen Münster und extrem viele haben sich schon auf das Spiel gefreut und ich freue mich jetzt auch aufs Kommentieren. Wenn wir uns mal die Tabelle anschauen, sind die Verhältnisse eigentlich ziemlich deutlich. Münster vorne mit 38 Punkten und wir immer noch auf Platz 17 mit 15 Punkten. Und wir haben beide 17 Spiele, das heißt, die Hinrunde ist für uns durch. Dass wir in den letzten Spielen Moral bewiesen haben, gibt uns ziemlich viel Rückenwind für dieses Spiel, weil wir wissen, selbst wenn Münster 1-2-0 in Führung geht, sind wir da, wir können zurückkommen, das haben wir in den letzten Spielen bewiesen. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Aufstellung an und starten dann rein ins Spiel. Wie ihr wisst, musste ich das Spiel leider immer noch von der Tribüne verfolgen, aufgrund von muskulärer Probleme. Wir haben aber im Tor mit Kilian gespielt, dann eine Fünferkette mit Phil, Schuh, Steve, Bre und Tom. Dann eine Viererkette davor mit Eddie, Juli, Nico und Kim und vorne Dennis, der ja im letzten Spiel den Dreierpack gegen Düsseldorf gemacht hat. Also der Junge sollte heute auf jeden Fall auch wieder performen, damit wir hier was mitnehmen. Ein dickes Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle nochmal an Sport Total, dass wir hier die Bildrechte zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und wenn ihr unsere Spiele live verfolgen wollt, checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung aus. Da kommt ihr dann zu Sport Total und wir starten jetzt rein ins Spiel. Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Freunde, ihr kennt's, wir in Schwarz und Weiß zu Hause gegen Münster in Grün und Schwarz. Und ja, Münster hat, glaube ich, 1700 Auswärtsfans mitgebracht, eine Hausnummer auf jeden Fall, richtig stark. Und wir sind auch stark ins Spiel reingekommen, muss ich sagen. Eddie jetzt hier über die linke Seite setzt sich durch und sieht jetzt hier gleich die Lücke für Kim, der nicht im Abseits steht. Kim geht auf den Torwart zu und der kann aber halten. Also das wäre echt ein Traumstart für uns gewesen, hier in der 9. Minute einzeln in Führung zu gehen. Es sollte allerdings anders kommen. Hier der Ball von Schuh auf Nico. Der Ball flutscht ihm unterm Schuh her und dann ist es ein richtig krasser Pass, Brustannahme und Münster führt 1-0. Also Freunde, das ist, was soll man da sagen, das ist einfach eine brutale Chancenverwertung von Münster und einfach der kleinste Fehler wird schon bestraft. Ich sage noch nicht mal, dass es ein Fehler von Nico ist, ich glaube, es ist einfach dem Rasen geschuldet. Der Junge hat über 100 Regionalligaspiele schon, also ich glaube, dass ihm sowas nicht passiert und sehr, sehr ärgerlich und das wird halt direkt bestraft. Langer Ball von Münster und das ist einfach super gemacht, ich sag. Das muss man dann auch einfach mal loben. Dann steht es halt 1-0 für Münster. Und hier kann man echt denken, man ist in Münster, wenn man sich die Fans anschaut. Und es geht direkt so weiter. Eine Minute später, der gleiche Stürmer ist an Kilian vorbei und schlägt sich quasi selbst und schießt hier gegen den Pfosten. Bre will den Ball klären, kriegt den Ball aber nicht so richtig geklärt. Und dann geht der Ball abgefälscht in die lange Ecke, Leute. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Das ist unfassbar, wirklich. Münster jetzt hier mit der dritten Chance und macht das 2-0. Also bitterer hätte es für uns nicht laufen können. Auch hier muss man wieder sagen, die nutzen einfach ihre Chancen. Klar, Bre kann jetzt hier den Ball klären, der wird aber auch angegangen. Also ist auch schwer für ihn, glaube ich, woanders hinzuschießen. Und wer dann den Ball am Ende abfälscht, weiß ich gar nicht so richtig. Es steht 2-0, ich habe es eben schon angesprochen. Wir wollten auf jeden Fall weiter dranbleiben und zeigen, wir sind da und lassen uns hier nicht einschüchtern. Aber Freunde, es sollte weiter auf der Seite von Münster gehen und zwar hier mit einem Elfmeter. Und ich glaube auch, dass es ein ziemlich deutlicher Elfmeter war. Dennis, seht ihr jetzt gleich auch, geht direkt zum Spieler hin und entschuldigt sich auch. Keiner diskutiert so richtig mit dem Schiri. Das ist ja schon immer so ein Zeichen, dass alle auch Bescheid wissen. Das ist eigentlich ein klarer Elfer. Und der Schütze, soweit ich weiß, ist auch sehr sicher von Münster. Wir haben einen Killer zwischen den Pfosten mit Kilian. Der hat gegen Düren schon gehalten. Hier allerdings keine Chance. Und der Ball ist echt stark geschossen unter die Latte. Da hält kein Torwart der Welt, glaube ich, irgendwas. Ist meine Vermutung. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob der unhaltbar war oder nicht. Und ja, es steht auf jeden Fall 3-0 für Münster. Also wir nehmen uns hier ständig vor, weiter im Spiel zu bleiben und zurückzukommen. Aber wenn Münster weiter Tore schießt, dann wird es immer schwieriger. Und es steht 3-0. Ihr habt es gerade gesehen, 41. Minute. Also die Halbzeit ist fast rum. Münster natürlich mega gut drauf hier gewesen. Und jetzt ein langer Ball durch einen Freistoß von Tom in die Mitte. Ball verlängert von Dennis und jetzt erstmal geklärt von Münster. Jetzt kommt Phil in den Strafraum und wird hier gelegt. Und es gibt den Elfmeter für uns. Also auf beiden Seiten jetzt ein Elfer. Und auch das kann man, glaube ich, so sagen, dass es einer war. Ich habe es auch von der Tribüne aus der gleichen Perspektive gesehen, aber jetzt auch nochmal im Nachhinein, muss ich sagen. Ist für mich ein klarer Elfer. Für uns tritt Juli an, der sehr sicher vom Punkt ist, macht hier den Zwischenschritt, verlädt den Torwart in die linke Ecke und schließt in die rechte Ecke ab. Also sehr, sehr stark. Es steht 3-1, Freunde. Richtig geil. Darüber habe ich gerade gesprochen, nämlich ins Spiel zurückkommen und die Tore dann auch auf der anderen Seite machen. Also echt sehr, sehr gut. Und kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer hier zu machen, ist auf jeden Fall wichtig, um im Spiel drin zu bleiben. Aber Freunde, ich kann euch sagen, die erste Halbzeit ist immer noch nicht vorbei. Das Spiel hatte es nämlich echt in sich. Münster jetzt hier von Dennis angelaufen, über die rechte Seite, verlagern nochmal ins Zentrum. Und hier der zurückfallende Sechser mit dem Spielaufbau dribbelt jetzt bis zur Mittellinie an und chippt den Ball auf die linke Seite. Hier wird es auch richtig stark gemacht. Der wartet jetzt quasi, bis der Linksverteidiger hinterläuft. Das passiert genau in dem Moment. Jetzt
jetzt wird auf der linken Seite die Flanke reingebracht und wie hoch steigt bitte der Stürmer? Es steht 4:1 für Münster. Ich brech ins Essen, das kann doch nicht wahr sein. 4:1 für Münster. Und es ist wieder stark gemacht, finde ich. Klar, du kannst dich jetzt darüber unterhalten, dass es auf der linken Seite von uns oder von Münster anders verteidigt werden muss, weil der Linksverteidiger war ja schon relativ frei. Hier bekommt er relativ frei den Ball. Aber ab jetzt, sage ich, ist es auch einfach brutal gemacht. Und die Flanke ist on point. Der hat ein starkes Timing, der Stürmer. Köpft den Ball mit Wucht in die lange Ecke und da kann keiner was machen. Jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit mit einem 4:1. Und die Szene hier kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Halbzeit. Es ist keine Wiederholung. Es ist exakt die gleiche Szene. Phil holt wieder den Elfmeter raus. Der dritte Elfer in diesem Spiel. Allein das ist schon komplett wild und es war wieder einer. Juli wurde zur Halbzeit ausgewechselt, deswegen schießt Dennis und Dennis, ja gut, Dennis kennt ihr vom Punkt, der knallt einfach aufs Tor und im Zweifel schießt er den Torwart mit ins Tor. Und ich finde einfach, das ist der identische Elfer wie gegen Düsseldorf. Also, Junge, knallt er den oben links rein, da macht auch kein Torwart der Welt irgendwas. Also hier in diesem Spiel wirklich nur gute Elfmeter geschossen und es steht 4:2, Freunde. Man hat im Stadion gemerkt, die Leute waren da, die wussten, hier ist was drin. Freistoß durch Phil und Bre kommt hier zum Kopfball und der Torwart kann irgendwie noch halten. Richtig schwer auch zu nehmen, dieser Kopfball, weil der Ball halt vorher noch aufgetickt ist. Nächste Chance hier für uns. Münster kommt erstmal zum Kopfball und Eddie jetzt hier mit dem Distanzschuss und auch der geht knapp vorbei, geht gegen diese Stange neben dem Tor. Freunde, wir waren auf jeden Fall da, kann uns keiner abschreiben und jetzt hier eine unschöne Szene. Dennis geht zum Zweikampf hoch in die Luft, kriegt gelb und das war leider seine zweite gelbe Karte. Über die erste kann man sich streiten, aber ich sag, das hier war auf jeden Fall gelb und ja, die Hand ist im Gesicht, das war absolut keine Absicht. Ich glaube, er ist sich auch keiner Schuld bewusst jetzt gerade, aber darf man natürlich nicht, die Hand ist im Gesicht und so ist es. Die zweite gelbe Karte für Dennis, letzte Woche noch der Held gewesen, macht 3 Tore gegen Düsseldorf und jetzt hier fliegt er vom Platz und wir sind nur noch zu 10. Natürlich echt scheiße, eine halbe Stunde vor Schluss noch 2 Tore aufzuholen. Steve jetzt hier per Freistoß, kenne ich von ihm gar nicht, deswegen war ich auch mal gespannt, wie er den schießt und ich muss sagen, er ist echt ordentlich, auch wenn er nicht aufs Tor geht, macht er auf jeden Fall gut. Finde ich geile Technik und Münster jetzt über die linke Seite, wollte jetzt das Spiel natürlich zumachen, nimmt hier den Abschluss, gut genommen und der Ball geht gegen den Pfosten, also das hätte echt richtig böse enden können für uns. Münster macht hier das Spiel noch nicht zu, jetzt hier über die nächste Szene hat Münster wieder die Chance, Bre denkt ganz klar, dass es hier abseits ist, verteidigt gar nicht mehr richtig weiter. Kilian ist allerdings da, kann hier den Ball im ersten Moment halten und im zweiten Moment festhalten. Also sehr, sehr starke Aktion und hält uns hier im Spiel. Und wie es halt oft so ist, Freunde, du machst deine eigenen Chancen nicht und dann machst du damit den Gegner stark. Berko erobert jetzt hier den Ball im Zentrum, sieht Umut, spielt Umut an und Umut spielt jetzt hier den Ball auf Nico. Die beiden spielen super Doppelpass. Und was ist das für ein geiles Tor von Umut? Richtig stark, hat mich so gefreut für den Jungen, hat mich auch für Nico gefreut. Nico hat übrigens meine Schuhe in dem Spiel angehabt, also kann er sich ja selbst mal hinterfragen, woran das vielleicht liegen kann, dass er hier so einen Assist gibt. Richtig stark von den beiden. Und Leute, es steht 4:3. Wie krass ist es? Freunde, wir sind ja 92. Minute. Die Leute wissen, Wattenscheid ist da. Hier ist auf jeden Fall was drin. Berko bekommt auf der rechten Seite den Ball. Passt den Ball nach vorne. Dann ist irgendwie ein Abstimmungsfehler bei Münster hinten drin. Und Bre ist einfach als Innenverteidiger irgendwie nach vorne gelaufen und macht hier den Ball rein. Geisteskrank, Freunde. Wir haben das 4:4. Wir haben es geschafft. Wir haben einfach ein 4:1 gegen Münster aufgeholt. Wie im letzten Spiel auch, da haben wir auch 3 Tore gemacht und jetzt wieder 3 Tore, also Wattenscheid lebt. Das ist so krass momentan, die Stimmung, die Fans gehen mit, alle wissen, ey, hier ist was drin, richtig stark. Mich hat so krass gefreut, ich bin auch ausgerastet auf der Tribüne. Hier der Ball nach vorne und dann, ja, Innenverteidiger und Torwart sind sich nicht so richtig einig, wer geht hin, wessen Ball ist das jetzt. Und Bre nutzt das Ganze aus und macht hier das Tor. Unfassbar geil, richtig stark. Aber Freunde, das Spiel war noch nicht vorbei. 96. Minute, Einwurf für Münster. Der Ball wird lang reingeworfen, wird verlängert. Und dann ist Kilian da. Was für eine Parade war das denn bitte? Er hält uns hier im Spiel richtig stark. Und auch jetzt war das Spiel noch nicht vorbei. Münsteraner Ecke wird reingebracht, wird auch verlängert. Und Junge, da ist irgendein Münsterspieler da und knallt den Ball rein, Freunde. Einfach Herzbruch, einfach Herz gebrochen in der 96. Minute. Münster stürmt hier aufs Spielfeld. Wie bitter kann es laufen? Münster gewinnt auch dieses Spiel, weil der Schiri das Spiel gar nicht mehr anpfeift.
alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Junge, ich bin jetzt schon wieder mit den Nerven am Ende. Ich habe mit Tom und Nico gesprochen, allein auf dem Platz. Das war, muss so traurig gewesen sein. Aber wir müssen jetzt für die nächsten Spiele die Moral wieder mitnehmen, die wir hier gezeigt haben und ja auch zeigen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Wir schauen zusammen auf die Tabelle, Freunde. Da sieht es jetzt so aus, dass Münster natürlich weiterhin auf Platz 1 ist mit 41 Punkten, jetzt sogar relativ deutlich mit 8 Punkten Vorsprung. Wir bleiben auf Platz 17 und Leute, der Punkt hätte uns so gut getan. Wir hätten dann 16 Punkte und hätten im nächsten Spiel gleichziehen können mit Bocholt. Aber Freunde, wir haben noch 16 Rückrundenspiele und ich glaube, so wie wir momentan drauf sind, Freunde, kann man auf jeden Fall Hoffnung haben, dass wir noch einiges holen diese Rückrunde. Deswegen drückt uns die Daumen. Ich hoffe, dass ihr gesund aus diesem Jahr rausgeht, wenn ihr schon Winterpause habt und sonst viel Glück und Erfolg für die nächsten Spiele. Wir sehen uns nach unserem nächsten Spiel auswärts gegen Wuppertal. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.